Herzlich willkommen zu einer neuen Abendausgabe von John Gossens Daily DAX heute am Montag, dem 20. Dezember 2021. Der Start in die neue Börsenwoche, ja, der ist nicht sonderlich erfreulich für die Bullen ausgegangen. Negative Futures direkt am Morgen signalisierten, es wird kein leichter Handelstag. Auch schwache Vorgaben aus Asien, die Sorgen rund um das Coronavirus und vor allem auch Probleme seitens eines US-Konjunkturpaketes. Unstimmigkeiten, muss man eher sagen, denn der amerikanische Senator ist nicht mehr ganz auf der Seite von Joe Biden. Wie dem auch sei, wir blicken auf den Chart und der DAX verlor heute eben 1,88% oder fast 300 Punkte. Ja, und wir sehen, dass sich somit das übergeordnete Szenario jetzt doch sehr, sehr schnell anscheinend versucht zu etablieren. Ich betonte ja stets, dass wir unterhalb eben 15,8 nach diesem Retest des 62er Fibonacci Retracements mit einer Trendfortsetzung rechnen dürften. In den Januar hinein oder im Januar hinein dann mit einem Ziel von bis zu 14.800 Punkte. Jetzt haben wir schon ein sehr, sehr gutes Stück davon eben, absolviert und ich bin gespannt, wie es weitergeht in den kommenden Handelstagen. Denn natürlich unterhalb 15.8, muss man sagen, bleibt die Lage recht angespannt. Was allerdings auch nicht bedeutet, sollte sich die Nachrichtenlage aufhellen, dass man mal hier schnelle 300, 400 Punkte auch mal ansteigen kann. Dann noch der Blick auf die Aktie des Tages und wir werfen einen Blick auf die Daimler-Aktie. Daimler hat jetzt auch eben den Korrekturmodus eingeleitet nach einem in Summe auch rückblickend absolvierten Doppeltop. Sehen wir, dass die Aktie jetzt auf einer wichtigen horizontalen Kursunterstützung aufgeschlagen ist. Und sollte diese nicht halten, dann könnte Daimler, auch wenn dann die nächste Station 64 Euro wäre, wenn es richtig unangenehm wird, in den kommenden Monaten oder besser gesagt in 2022 nochmals auf rund 56 Euro abstürzen. Also deshalb sollte man auch hier die Augen offen halten, wie sich nun Daimler präsentiert. Der Bereich von 64 bis hin zu 66 Euro ist wirklich eine signifikant wichtige Unterstützung und sollte diese unterschritten werden, dann ist wirklich Vorsicht angedacht. In diesem Sinne, einen schönen Abend nun und bis morgen früh mit dem Blick auf die amerikanische Wall Street.